Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Tunic. So, erinnert euch vielleicht beim letzten Mal oder irgendwo bei den letzten Malen, sollte ich vielleicht eher sagen, hieß es, wir sollen hier warten, um einen Schatz erscheinen zu lassen, beziehungsweise um einen Hinweis zu bekommen tatsächlich. Und das mache ich gerade hier. Ich stehe hier und warte auf den Hinweis. Und es wird ein guter Hinweis sein, schätze ich. Es ist nur sehr leise, ne? Ich habe euch ja gesagt, wir mussten den Ton runterdrehen. Auf, naja, null. Quasi. Und im besten Fall, ich warte halt die eine Minute hier voll mit euch ab, während ich nasse Füße bekomme und draußen irgendwas durch die Gegend rumpelt. So, in der Theorie. Ah, haben wir jetzt hier wieder Text. Und dieser Text sagt jetzt aus unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal rechts und dann 12 mal links. Das Praktische ist, auf links kann ich einfach rumhämmern, bis der Schatz erscheint, wie ich den gerne hätte. Und dafür bekommen wir ein Vintage-Fernseher. Ey, so. Das nächste Schätzchen finden wir im Ruinenatoll. Dafür kann ich, glaube ich, auch einfach. Oder könnte ich, aber wir können genauso gut uns auch hinporten, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist tagsüber und ich kann das in Ruhe machen, ne? So. Die interessante Sache ist, ich werde in diesem Part tatsächlich dann hintenrum in der Nachbearbeitung. Und das ist so selten, dass ich überhaupt sowas machen muss, aber in der Nachbearbeitung werde ich ein paar Bilder einfügen müssen, weil alles zu erklären, was man hier an Geheimnissen finden kann, ist zu schwierig, würde ich mal behaupten. Und das, was ich machen müsste mit dem, wofür wir hier eigentlich hinarbeiten, das geht ins reale Leben über. Von daher, ja, ein bisschen schwieriger. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich die Sprache nie gelernt habe hier. Aber man könnte sie wohl rein theoretisch. Könnte man sich Mühe machen und sie irgendwann verstehen. Da ist ein Pfeil, ihr seht das. Das war wieder das typische, da ist ein Pfeil, also geh da hin. Außerdem, da ist ein Pfeil, aber speicher mal, weil du wieder am Krepieren bist. Das ist eigentlich auch nicht so ganz verkehrt. Und obwohl ich hier zumindest noch ein paar Schatztruhen so geöffnet habe, ne? Nur, oder immer noch, vielleicht weniger nur, sondern immer noch nur 143 Geld. Ist schon traurig. So. Könntet ihr bitte einfach weggehen, weil ich das Ding da treffen muss? Hallo? Mein Ernsthaft, was soll das? Jetzt muss ich erstmal die umbringen, damit ich mich teleportieren kann. Das ist doch scheiße. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber. Und mit teleportieren meine ich eigentlich nur mich fortbewegen kann, ne? Also. Ernsthaft! Ist aber manchmal sehr pingelig. Also das einzige Manko finde ich an dem Ding. Nein, nein! Na ja! Gott. Ich bin zu weit oben. So. Und da liegt das Ding hier einfach rum. Der Phono-Profi. Okay. Gut, jetzt wieder zurück zum Teleporter. Das hier wird auf jeden Fall unser letzter Part, denke ich zumindest.
Und ungeachtet der manch einer. Oh mein Gott, ja, dann nimm dir den Vogel, töte den Vogel, aber lass mich in Ruhe. Ich will da nur darüber. Also manchmal. Weiß ich nicht. Manchmal ist sich das Fortbewegen mit der Kugel echt einfach nur Grütze. Also sorry, aber. Können wir natürlich auch umbringen lassen. Auch eine Option, aber nein. Eigentlich müsste ich das Ding da anvisieren können und ist gut. Danke sehr. Ah, stimmt, da war was mit dem rechten Stick, ne? Haha, ich maule. Ohne den Stick benutzt zu haben, aber das wird mir nie beigebracht, also maul ich einfach. Ist schon gut so. Aber ja, das Ziel mit dem rechten Stick wechseln wäre vielleicht noch eine gute Idee gewesen, aber egal. Leb wohl! Scheiß Vogel! So, und jetzt. Das ist, glaube ich, der Teleporter, in den ich möchte. Nö. Ja, wäre zu einfach gewesen, wenn ich direkt den richtigen gefunden hätte, ne? Also nein. Dann dürftest du der richtige Porter sein. Es sei denn, das ist der oben links, aber das würde ich von der Welt her nicht verstehen, sozusagen. Also ja, Ostgewölbe ist schon richtig so. Dann müssen wir hier wieder komplett raus. Also es ist schon eine schöne Welt mit unfassbar vielen Geheimnissen. Und. Ach nee, Moment, da lang. Hier geht's zu dem nächsten Geheimnis. Frage ist. Ah. Was ein. Eine schwere Herausforderung für uns. Staubig! Ein goldener Besen. Und der letzte. Muss ich mir überlegen, wo ich tatsächlich hin muss. Das ist die Küste. Na, ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen, wo ich hin will. Glaube ich, unter Umständen, vielleicht. Einfach erstmal wieder an den. An irgendwas hänge ich wieder fest. Ne? So, lass mich raus. Lass mein Volk ziehen, sozusagen. Ja, ja. Ach, das war nach Zeiten, als wir hier langsam durchlaufen mussten und alles gefährlich war. Und jetzt ist immer noch alles gefährlich und will mich umbringen, aber wir könnten so komische Sachen machen wie einfach durchporten und so. Das ist schon cool. Zurück, also ich glaube, ich bin hier richtig. Oh nein, Moment. Moment, Moment. Falsch gedacht. Ich habe natürlich den einen Teleporter genommen, wo ich angegriffen werde ohne Ende, weswegen ich erstmal das umnieten muss. Jetzt weiß ich, warum mir der Ort nichts sagte. So, nein, 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 wir wollen hier rein. Und dann wollen wir hier lang. Der ist meiner Meinung nach zwar nicht
golden und dementsprechend hat er eigentlich nichts dazu suchen. Aber das ist das Ende. Okay, das. Das eigentliche Ende ist kein richtiges Ende, sondern. Naja, also kein Ende in dem Sinne von ein Ending. Naja, egal, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Um euch das zu zeigen, was ich meine, weswegen das in die reale Welt mit übergreift, was ich ziemlich cool finde. Dafür müssen wir nochmal hier hin. Und ich werde euch alles erklären, ich werde alles zeigen, was ich kann, aber... Also spätestens bei sowas bin ich raus, ne? Ich bin wirklich zu dumm für manche solche Sachen. War das der Raum? Ne, das war, glaube ich, hier weiter. Und dann hier durch. Und hier sehen wir all die goldenen Items, die wir gefunden haben. Und wenn wir jetzt hier reingehen... Dann kommen wir zu einem Turm, wo jetzt alle Dinger hier erleuchtet sind. Und die machen alle, oder jede Bewegung gibt Buchstaben bzw. Runen her. Dafür müsste man jetzt wiederum das da unten komplett übersetzen. Wo ich mir denke, ja, vergesst es. Übersetzt steht hier, findet... Goldene Statuen. Mit dem Glühen kann man 12 merkwürdige Dinger besuchen. Und singe das größte Lied, das Lied des goldenen Pfades. Gesehen vom Inneren. Ich weiß nicht, ob das jetzt resettet. Ich hoffe, es resettet, sonst ist es am Ende falsch. Das wäre unpraktisch. Und singe das Lied des goldenen Pfades bedeutet, man müsste sich den goldenen Pfad ansehen vom Inneren aus. Ihr erinnert euch, goldener Pfad. Ist dieses Rätsel hier, was man sich am besten selber aufgemalt hat. Das heißt, man muss bei 55 anfangen und das Ganze gespiegelt sehen. Drücken müsste ich jetzt also in der Theorie, und ich zitiere, unten, links, unten, rechts, rechts, unten, links, unten, links, oben, links, unten, rechts, unten, links, oben, oben, rechts, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten, rechts, oben, links, oben, rechts, oben, links, links, oben, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, links, oben, rechts, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, rechts, unten, rechts, oben, links, oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, oben, rechts, unten, links, unten, unten, rechts, unten, links, oben, links, unten, rechts, unten, links, unten, links, unten, rechts, oben, rechts, unten, links, unten, rechts, unten, rechts, unten, links, oben, links, unten, links, oben, links, unten. Und entweder habe ich was falsch gemacht. Achso, ne, jetzt müsste es eine Nachricht ergeben. Diese Nachricht... ist eine URL, die heißt https://doyoufeartheeyesofthefarshore.co, interessanterweise. Auf dieser Seite, oder machen wir es anders. Ich zeige es euch im Realen. Ich nehme es auf. Ich füge das hier ein. Aber das wäre jetzt die Nachricht, die hier steht. So. Ne, also. Schon krass. Und abgefahren. Aber wie gesagt, ich treffe euch gleich wieder. Ich muss nur die Aufnahmemethode wechseln. So, ich mache das Ganze mal. So, das ist. Das ist jetzt diese Seite, von der ich sprach. Do you fear the eyes of the far shore? Und man kann das Ganze hören. Ich wollte es mal zumindest demonstriert haben. So sieht das Ganze aus. Jetzt müssen wir in den Quellcode einsteigen. Und da reichen dann wieder die Bilder, die ich dann einfüge. Aber das ist...
mega weird. Also, wow. Okay, und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann werde ich euch noch die paar Bilder zeigen, was man damit jetzt eigentlich anstellen soll. Klingt auf jeden Fall nach einem Sequel. Oder nach mehr Geheimnissen im Spiel selber. Aber soweit ich das jetzt sehen kann, hat das bisher noch keiner gelöst. Und als ob ich das hinkriegen würde. Nein. Ich zeige euch jetzt noch das gute Ende. Und dann werden wir uns von Tunic verabschieden. Nach 18 Parts. Aber ich hatte eine Menge Spaß damit. Und das ist bei sowas immer die Hauptsache. Also, gehen wir nochmal zum Erben. Und dann zeige ich euch, warum ich das eine Ende vorher gemacht habe. Zumal es tatsächlich eine Trophäe gab. Aber ich bin erstmal still für den Moment. Hat so ein bisschen was von Größenneid. Ich wäre auch gerne ein größerer Fuchs gewesen, aber das war das. Das ist dann das gute Ende, das schöne Ende, wo wir auf einer einsamen Insel chillen oder in einer Höhle. Und das war Tunic. Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer ehrlich, von daher, man muss das Spiel meiner Meinung nach wirklich einmal komplett blind genießen. Und Dance Party. Und dann kommen halt so diese Punkte, Momente, wo man halt entweder mit einer Lösung arbeiten sollte, in Anführungszeichen. Oder zumindest Hilfe suchen sollte. Und natürlich, wenn man es nochmal spielen würde, kann man ja, wie gesagt, so ein bisschen tricksen. Ne? Man kann ja dann die ganzen Secrets einfach schneller triggern. Und das ist auch eine coole Sache, in gewisser Weise. Und da würde ich zumindest nicht sagen, dass es Betrug ist. Von daher ist schon schön. Zeigt gleich nochmal die Trophäen. Einzige Trophäe, die halt ein bisschen schwieriger ist, wo man tatsächlich einen zweiten Run machen sollte, in Anführungszeichen. Das Ende. Nicht Game Over, das finde ich gut. Und jetzt könnte man ein neues Spiel starten. Beziehungsweise ich kann nur noch ein neues Spiel starten. Was wird denn übernommen? Fangen wir nochmal so an. Was wird denn übernommen? Meine Gasmaske, die wird übernommen. Sehr gut. Auch Schwert und Schild wird übernommen. Waffen werden übernommen. Level werden übernommen. Die Sachen sind übernommen. Gut, die Krone wurde nicht übernommen. Und ich habe nicht mal alle Schätze gefunden. Ne? Merkt man ja zum Beispiel daran, dass ich ein Drittel einer Flasche noch hätte. Aber ja, so viel dazu. Welche Trophäe ist es nun, die wirklich Probleme macht in dem Spiel? Relativ simpel auch. Ich zeig's euch mal.
Das ist schon immer so das Menü, das kommt mir so komisch vor. Die sind alle gut machbar. Gut, das Game Over ist verpassbar, theoretisch. Das hier. Eine bestimmte Waffe vorher halt eines Schwertes gefunden. Wenn man weiß, wie man laufen muss, etc., kein Thema. Man muss halt ohne Schwert, mit Stock ja, aber ohne Schwert, muss man bis in den Steinbruch gehen. Das heißt, man muss erst zum südlichen Atoll, muss da die Froschdomäne machen, muss sich die magische Kugel besorgen. Das heißt, man muss den ganzen Froschraum schaffen, ohne zu sterben, mit Stock, wobei, ne, Unsterblichkeit halt. Und da muss man in den Steinbruch rennen. Deswegen ist die tatsächlich ein bisschen anstrengender. Die ist schnell verpassbar, wenn man halt aus Versehen einfach einen kaputt macht, weil man nicht weiß, was es ist. Und das war's dann eigentlich. Ich meine, gut, die Dinger hier, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist super schwierig für Dummköpfe wie mich. Das Handbuch vervollständigen genau dasselbe. Game over. Wie gesagt, wäre theoretisch verpassbar. Und ja. Alles in allem, wenn man ein Trophäenjäger ist. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, die heißt eigentlich Kling und die heißt Klong, aber. Aber alles in allem eine sehr einfache Platin-Trophäe, eigentlich. Ein langweiliges Video. Ein interessantes letztes Rätsel, tatsächlich. Und jetzt könnte ich wieder von vorne anfangen. Oder mir Cosplay-Mädels angucken, die da unten sind. Die sind glücklicherweise nicht nackt, also, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Zu höchstwahrscheinlich Castlevania Curse of Darkness. Glaube ich, denke ich. Wollte ich, glaube ich, machen. Machen wir.